Wen haben wir hier unten? Söldner und Söldner. Wenn Sharky jetzt hier oben ist, das wäre sehr praktisch. Dann brauchen wir nicht suchen. Söldner, 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 Söldner. Torlauf. Solange ich damit nichts zu tun habe. Hier ist Blade und Söldner. Dann hätten wir hier noch. Das passiert mir nicht nochmal. Wolf, da ist er doch. Hallo. Hallo. Bogenstufe 2. Bessere Rüstung. Ich suche eine bessere Rüstung. Ich kann dir keine verkaufen. Laris reißt mir den Kopf ab, wenn ich unsere Rüstungen an Fremde verkaufe. Quatsch. Mist. Wie komme ich an Felle und heute? Auf dem Weg zum neuen Lager findest du Aidan. Er kann dir beibringen, wie du Tieren das Fell abziehst. Redford und Drax treiben sich nördlich vom alten Lager rum. Auf dem Weg zum Austauschplatz. Okay. Mhm. Was kann er uns geben? Handelst du noch mit was anderem? Ich kaufe Felle und Häute von den Jägern. Wenn du an sowas rankommst, kaufe ich dir die Sachen ab. Okay. Weintraum hat er auf jeden Fall. Das war natürlich auch super. Und der Bogen. Eichenbogen. Den Weidebogen haben wir, glaube ich, selber, ne? Oder den Heckenbogen? Den Heckenbogen haben wir, glaube ich, ne? Ich nehme mal den Eichenbogen mit. Schadet ja nicht. Eine leichte Armbrust. Was haben wir hier? Schwere Armbrust. Kostet 1000. Braucht man 45 Geschicklichkeit. Okay. Macht aber auch 90 Schaden. Nehme ich die mal mit. So. Wir haben es ja. Wir können es uns ja leisten. Ehrlich gesagt. Obwohl wir so viel Scheiße auch noch haben hier. Schutz vor Feuer, Schutz vor Magie, Schutz vor Waffen. Schutzstärkebonus. Sowas wie Wein könnte man nämlich auch zahlreich verkaufen. Oder sowas wie Reisschnaps. Oder sowas wie Fleischwanzenragout. Guck mal, jetzt haben wir schon alleine mit Essen schon fast 1000. So, hier die Seefahrer können wir auch auf den Tisch legen. Die sind jetzt nicht ganz so viel wert. Die auch nicht. Hier, Bier können wir auch. Zack. So. Und dann haben wir hier noch Bergmoos. Hm. Bestimmt. Ich heb dir bestimmt mein liebes Bergmoos. So. Rest können wir mit. Aber als für dich, weil muss ja nicht gleich jeder wissen. Ernst auffüllen, so. 1360, 1360, passt. Ende. So, und der andere war Sharky, ne? Der war, glaube ich, da hinten. So, da fehlen 18 Geschicklichkeitspunkte. Und den anderen Bogen, den können wir aber schon tragen. Das ist gut. Bandit. Bandit. Batsch. Bandit. Wo war denn Sharky nochmal? Wedge. Bandit, wer sei denn nochmal Wedge? Hi ho, Kumpel. Das passiert mir. Der konnte mir irgendwas beibringen. Dann haben wir hier Shrike. Ist auch schon fast Sharky. Sharky, Sharky, Shark. Hallo Leute. Ey. So, da oben ist Sharky, genau. Hallo. Hallo. Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. So, hat er denn Waffen? Hat er Waffen? Hat er Waffen? Hat er Waffen? Hat er Waffen? Grobes Schwert, Blutwing, bla bla. Götterhammer, das hört sich auch cool an. 52. Alte Streitaxt, 70. Leichte Streitaxt. Ach, guck mal, die sind alle schon hier. Die sind alle schon fett über uns. Donnerschlag. Benötigte Stärke, 54. Da muss ich mal gerade kurz etwas Übersicht verschaffen für bei mir. Und zwar habe ich 55 Schaden. Ich brauche mal kurz einen Zettel. Dass die Sachen hier immer so weit entfernt liegen, ist auch ein bisschen hörend. So, aktuell. Das schreibe ich kaktuell hingeschrieben. Aktuell 55 Schaden. Und wie viel Stärke haben wir?
Stärke haben wir 38. 38 Stärke. So. Wahrscheinlich hast du. Hallo! Hallo! Ich könnte. So, dann gucken wir mal gerade, was hat der denn? Was über 55 Schaden geht. Das fängt nämlich schon an mit dem komischen. Ne, der hat nur 52, der Götterhammer, wobei der auch schon ziemlich cool ist. 53 Schädelspalte, das ist glaube ich der, den Gorn hat. 67 die alte Streitaxt. Zweihandwaffe, ach, da fängt es jetzt an. Alles über 55 sind dann anscheinend Zweihandwaffen. 67 mit 36 Stärke. Wir haben 38 Stärke, das würde noch hinhauen. Die leichte Streitaxt können wir schon jetzt gerade nicht mehr tragen. Die hat aber schon 77 Schaden. Dann würde ich sagen, nehmen wir die alte und dann direkt den Donnerschlag noch mit. So, und dann verkaufen wir hier unseren alten Bogen. Und dann verkaufen wir den Orkhammer, will ich behalten, der ist cool. Dann können wir verkaufen. Können wir hier so ein bisschen Lebensmittelkram verkaufen. Komplett den. Kann ich vielleicht noch neue grillen. 40 Schinken. Ah, 20 draus. 64 Reis. 24 draus. So. Dann haben wir hier noch so unglaublich viele komische Getränke. Und dann kann ich ja nochmal hier durchgucken. Die vier komischen Eier, aus irgendeinem Grund haben wir die immer noch. Sumpfkraut. Vier Schattenläuferfälle. Alkohol. 11 Wolfsfälle, da kann ich auch nochmal hier. So, 4. Kann ich auch noch eins mit reinschmeißen. Zähne, Krallen, Trollfell. So, fülle ich den Rest mal auf. Die ganzen Schlüssel sind alle wertlos. Es sind ja auch eigentlich Missionsgegenstände. Wäre natürlich kacke, wenn man die aus Versehen verkauft. So, 4000. Wir leisten uns in letzter Zeit aber ganz schön viel. 4240. Zack. Alter Schwede. So, jetzt gucke ich erstmal bei den Waffen. Die hier können wir natürlich nicht tragen. 16 Stärkepunkte fehlen da. Aber diese Axt, weiß ich jetzt nicht, ob wir jetzt schon auf den Schweihänder umschalten sollten. Wie viel hat der nochmal? Wie viel mehr? Ja, schon ein bisschen mehr. Weiß ich jetzt nicht. Aber wir haben ja 200 Stufe 1 haben wir schon gemacht, ne? Ja, ausgebildet. Okay. Speichere ich mal gerade als Nummer 3. Und dann gucken wir mal. Ob wir jetzt noch mal kurz hier noch ein bisschen was trainieren können. Ich wollte. Ach, ich schlafe noch einmal kurz hier. Eine Sekunde. Jog, 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 jog. Jog, 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 jog. So, hier ist mein Bett. Plumps. Und bis zum nächsten Morgen schlafen. So, dann schauen wir noch einmal hier oben vorbei bei, wie hieß er noch gleich? Ich hab's vergessen, auf jeden Fall trainiert er hier seine komischen Kampfleute. Zwei insgesamt in der Zahl, die hier am Rumtrainieren sind. Kord, genau. Der mit den Kordhosen. Sei gegrüßt. Ja, ich bin gegrüßt. Okay, der kann uns aber anscheinend nichts beibringen. War, glaube ich, auch nur ein Einhandkämpfer.
Wie sieht das denn jetzt aus hier? Okay, da können wir auf jeden Fall nicht im Lauf schon angreifen. Das ist kacke. Aber vielleicht machen wir so mehr Schaden. 1, 2, 1. Okay, wir können immer nur 3 Schritte machen. 1, 2, 3. 1. Und das ist immer so ein bisschen hakelig noch. Ja, müssen wir ausprobieren, was besser geht, wenn wir das nächste Mal großartig kämpfen. So, was war denn jetzt nochmal unsere Mission? Hilfe der Feuermagier. Ach genau, wir sollten hingehen und fragen, was jetzt los ist, ob die uns helfen und so. Sind, ob die nett sind und so. Genau. Lee. Einst führte ich ein anderes Leben. Ich zählte zu den besten Generälen dieses Landes. Ich habe mein ganzes Leben lang für dieses Land gekämpft. Den Adligen war ich ein Dorn im Auge, denn der König hörte auf meinen Rat. Und sie sahen ihre schmutzigen Geschäfte in Gefahr. Ich habe nicht mit ihrer Hinterhältigkeit gerechnet. Sie haben des Königs Frau benutzt, um mich zu kriegen. Der sinnlose Mord an ihr wurde mir angehängt. König Roba blieb keine Wahl. Meine Verdienste um das Land retteten mich vor dem Strick, aber sie haben mir meine Freiheit genommen. Eines Tages werde ich wieder frei sein. Dann werde ich zurückkehren und ich werde Rache nehmen. Ich werde mich rächen. Oh ja, das wird er. Kann ich da mal vorbei? Und das wird er auch können. Nee, aber es wird wirklich so sein, ja. Ohne jetzt großartig spoilern zu wollen, aber... Und das wird passieren. In sehr, 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 sehr langer Zukunft. Oder ferner Zukunft, besser gesagt. Kennst du ihn, Werner Zukunft? Lass uns lieber naja. Über was anderes reden. Habe ich schon wieder Süßigkeiten im Mund gesteckt und jetzt kann ich nicht reden. Ohne dabei so komisch zu klängen. Ich möchte mal kurz warten, bis ich fertig bin. War jetzt irgendwie nicht so produktiv dahin zu laufen, wenn wir jetzt direkt wieder zurücklaufen müssen. Irgendwie kacke. Ich guck mal gerade, ob ich davon in die Abkürzung laufen kann. Wenn man jeden Tag 10 Mal hier hin und her laufen muss, dann fängt man irgendwann an, so ein bisschen sich so Abkürzungen im Kopf zu suchen. So wie diese jetzt hier. Weil man ja eh schon alles von kleinen Ungezieferzeug befreit hat und so, dann macht man sich auch gar nicht mehr die Mühe, hier großartig mit Waffe rumzulaufen. Kann ich vielleicht sogar hier jetzt hochklettern und dann da oben weiterlaufen? Kann ich das etwa? Ja, es scheint so. Zumindest teilweise. Mal gucken, wo ich rauskomme. Ich, der nicht gespeichert hat. Ich glaube, wir kommen... Und üblen Bösen. Ach, guck mal. Hier sind wir. Hier sind wir zurück. Hier sind wir lang gelaufen, als wir von den Untoten gekommen waren da hinten. Da sind wir hier lang gelatscht. Fällt mir gerade so auf. Cool. Coole Sache. Und hier ist auch irgendwas. Ach, hier ist der Turm, genau. Der Turm, wo man nicht reinkommt. Außer... Liegt da oben irgendwas? Oder war das in Gothic 2, wo dann da auf einmal so ein ultimativ heftiger Feuerbogen lag und da kommt man aber gar nicht hin? Oder irgendwie so war das? Naja, ich speichere mal ganz kurz. So.
Plumps.